18 Uhr. Wir sind jetzt hier am Luise-Kieselbach-Platz. Heute am Samstag. Bald ist Silvester und jetzt haben wir uns einmal ein bisschen umgehört. Also Silvester wird hier geschlossen sein, aber wir haben mitbekommen, da gibt es einen Laden, die haben so eine kleine Feier. Und da werden wir jetzt einfach mal hinschauen und die mal fragen, was bei denen hier abgeht. Hallo, servus, Mahlzeit. Danke dir, servus. Wo ist der Chef oder Chefin? Chefin ist da dahinter. Ja, wir haben nämlich gehört, servus, wir haben gehört, dass jetzt hier der Markt verlängert, weil es war ein Christkindlmarkt. Und jetzt ist er kein Christkindlmarkt. Wie heißt er denn jetzt? Jetzt sind wir das Winterdorf unter dem Maibaum. Also statt Christkindlmarkt unter dem Maibaum, Winterdorf unter dem Maibaum. Okay, also ihr macht es weiter und es ist ganz toll. Ja, der Markt sollte ja verhindert werden. Das muss ich jetzt wirklich kurz erklären, weil die Grünen, die Linken und die ÖDP wollten das nicht. Aber die Leute wollen ja dann Spaß haben. Zum Glück hat der Bürgermeister dann sein Veto eigentlich und hat es erlaubt. Und bei euch gibt es Speck und so weiter, das weiß ich natürlich längst. Aber jetzt habe ich gehört, weil wir machen gerade einen kleinen Bericht, wo kann man Silvester noch hingehen? Und ich habe gehört, ihr macht irgend so ein kleines Event, weil ihr seid ja auch nicht bloß Versandhändler, ihr seid am Maria-Hilf-Platz. Genau, wir sind neben Maria-Hilf-Platz in der Falkenstraße 2 und da haben wir unser Geschäft, also da gibt es das ganze Jahr Speck, Käse, alles was das Südtiroler Herz begehrt. Und ihr macht morgen irgendwas? Morgen machen wir ab 1 sind wir bei uns im Geschäft und da gibt es Südtiroler Häppchen, Weine, Austern, Blubber und viel Spaß und gute Laune. Gut, aber abends Silvester seid ihr nicht da, sondern genau, wie lange so habt ihr offen? 7, 8 geht. Ja, da werden wir den Leuten sagen, da könnt ihr vorbeischauen, einen gescheiten Speck isst man natürlich gerne, weil ein Südtiroler Speck schmeckt halt immer gut. Ich sage das so jetzt wirklich aus eigener Erfahrung. Der schmeckt auch richtig gut. Und was isst er jetzt gerade? Ja, hier ist ein schönes Marennbrettel, ein Brotzeitbrettel. Kannst du, also wir können das leider nicht als Text einblenden, du musst jetzt vielleicht ein bisschen Hochdeutsch reden. Ja, sorry. Na gut, Brotzeitbrettel mit Speck, Käse, Schinken, Parmesan, ein bisschen Schüttelbrot und Finchgoldbrot. Jetzt schauen wir es nochmal genau, das schaut natürlich sehr, ja, sehr gut aus. Da ist schon die Hälfte aufgegessen. Jetzt schon die Hälfte aufgegessen. Ja, Leute, also ihr könnt da hinschauen an Silvester, wie gesagt, abends. Gerne, kommt vorbei. Und die Adresse, die blenden wir dann doch nochmal ein. Wir waren ja schon mal da und da können die Leute einfach vorbeigehen. Mit welcher U-Bahn, mit was kommt man? Das ist entweder Fraunhofer Straße oder Kolumbusplatz, dann sind es nur 5 Minuten zu Fuß. Oder die Tram oder den Bus bis zum Maria-Hilf-Platz. Und also Trambahn's Beste, ja, genau. Also. Bei Fraunhofer, da geht man vielleicht ins Lokal Fraunhofer rein und kommt bei euch nicht mehr an. Besser geht's zum Südtiroler. Alles klar, dann wünsche ich noch schöne Tage. Ebenso. Und ebenso. Leute, kommt vorbei, da gibt's alles Mögliche. Jetzt schauen wir, ob es da noch was gibt. Na ja, gut, da gibt's halt Speck und so weiter. Aber Leute, kommt vorbei, schaut euch das an. Jetzt sind wir wieder an einem besonderen Ort, nämlich hier vorne ist die Bedürfnisanstalt. Wir waren im Sommer hier und jetzt hat sich ein bisschen was geändert. Hier ist eine kleine Überdachung gemacht worden. Ganz cool. Sehr cool. Ja, das nennt sich halt Porzen. Und jetzt werden wir mal reinschauen und fragen, ob die Silvester hier offen haben. Gehen wir erst einmal rein. Ja, jetzt sind wir hier drinnen. Das ist überdacht, aber sehr, sehr schön warm. Hier gibt es nämlich Infrarotstrahler, die sehr viel Wärme abgeben. Also ist jetzt wirklich cool. Es gibt auch Kissen. Und jetzt schauen wir mal, was da unten los ist. Ach, ich erkenne gerade den Chef. Da gehen wir mal hin. Hallo, servus, du bist der Chef, oder? Servus, Schorsch, ich grüß dich. Ich war schon mal da im Sommer und jetzt habt ihr es schön überdacht. Jetzt ganz kurz starr sein, starr bleiben, damit wir in die Kamera reden können. Genau. Nicht klatschen, nicht grölen, gar nicht. Ja, ich wollte nur fragen, weil wir gerade in der Nähe waren, habt ihr Silvester offen? Logisch, mein Lieber. 365 Tage im Jahr, immer. Ich habe es befürchtet und vermutet, aber ich wollte sicher jetzt aber noch nachfragen, weil heute machen wir eine kleine Sendung, wo kann man Silvester hingehen. Aber es wird wahrscheinlich ganz schön voll sein, oder? Also wir sind ausreserviert bis zum Gehtnimmer, aber ich freue mich über jeden Münchner und über jeden München-Liebhaber, der trotzdem spontan uns besuchen kommt. Also wenn der Münchner kommt, der bayerisch spricht, dann schmeißt du einen Preis raus. Hey, hey, das ist ein Preis. Nein, ich nicht, wenn der Münchner kommt. Da wird der Preis rausgeschmissen. Jetzt sage ich dazu, als gebürtiger Nordrhein-Westfalen, Teutoburger, okay. aber in der Münchner Altstadt groß geworden ist,
tut man natürlich hier eine Diskriminierung vornehmen, indem wir sagen, wenn du Münchner bist oder München-Liebhaber bist, dann wollen wir dich hier haben. Ja, super. Und ansonsten schau zu, dass du das Land gewinnst. Ja, merci, servus, ich schau nochmal kurz rein. Ciao. Ja, und hier ist eine kleine Disco. Da geht es hier ziemlich laut zu, aber auch sehr gemütlich. Also wirklich ganz kuschelig. Natürlich ist es hier sehr klein. Also da passen keine 200 Leute rein. Aber wie gesagt, der Chef hat ja gesagt, jetzt gehen wir mal hier auf Normaleinstellung, damit es heller wird. Der Chef hat ja gesagt, wenn man kommt, vielleicht hat man noch eine Chance, hier einen Platz zu kriegen. Und da gibt es natürlich dann die Bar und Getränke und so weiter. Jetzt haben wir hier im Tal beim Jodlerwirt, also alle Lokale haben geschlossen. Jetzt haben wir hier Gegröle gehört. Ja, habt ihr offen? Ja, freilich, wir haben offen. Es gibt ja nicht nur Familien und so weiter, es gibt ja auch Singles und Touristen in München genug. Also die sollen ja auch irgendwo hingehen zum Essen und deswegen haben wir offen. Ach, das ist ja cool. Also falls unsere Zuschauer das noch sehen und wollen heute noch irgendwo hingehen, dann können sie zum Jodlerwirt kommen. Genau, wir haben offen bis Open End. Ja, vielen Dank. Gerne, ciao. Ja, cool. Wenigstens einer hat hier noch offen. Ja, wir haben jetzt noch ganz kurz beim Santorini um die Ecke vorbeigeschaut. Ein Grieche in München-Sendling. Und genehmigen uns einen kleinen Imigelkoss, der sehr gut schmeckt. Ja, und hier haben wir gerade nachgefragt. Es gibt noch einige Plätze zu Silvester. Und was interessant ist, man muss nicht irgendein Menü bezahlen und bla, was man vielleicht alles nicht mag. Also man kann ganz normal à la carte essen und hier gemütlich feiern. Ich war hier schon ab und zu mal Silvester zum Feiern hier.